Willkommen bzw. willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Heute gibt es wieder einen Special Vibe. Ich lege für die einzelnen Kollektive der Sternzeichen eine kurze Botschaft vom Universum für hier und jetzt. Die Legungen sind wie immer zeitlos und finden dich genau zum richtigen Zeitpunkt. Bitte beachte, dass es sich um allgemeine Legungen handelt und nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst. Um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir bei Bedarf auch gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich verlinke dir die einzelnen Legungen wie immer unten in der Infobox, damit du nicht lange suchen musst. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaften ich dir heute vom Universum überbringen darf. Hallo mein lieber Steinbock, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, mein lieber Steinbock, ich sehe, dass du hier bei einem bestimmten Vorhaben Zweifel hast, auch irgendwo Bedenken. Ich meine, das ist an sich nichts Negatives. Zweifel können einen natürlich auch aufmerksam machen auf Aspekte, die man optimieren kann beispielsweise. Hier sehe ich aber ein größeres Hadern mit dem Schicksal, aber auch, mein lieber Steinbock, dass hier jemand an deiner Seite ist. Du kannst dir hier Rat einholen, beziehungsweise glaube ich, dass bei manchen diese Person schon da ist, ja, denn das hier ist doch die gegenwärtige Situation. Kann auch sein, dass du hier mit dem Gedanken spielst, hier ja bei jemandem nachzufragen, der dir vielleicht bestimmte Erfahrungen voraus ist, oder jemand, der hier eine spezielle Ausbildung beispielsweise hat, wenn es hier, denn ich sehe, es geht hier um Schicksal, mein lieber Steinbock, also das ist ja schon eine wichtige Botschaft, das kann ich vorab schon sagen. Kann sein, dass es hier vielleicht um etwas Berufliches geht oder um deine Berufung und du hier etwas realisieren möchtest und hier bei einem bestimmten Thema nicht weiter weißt, ja. Das kann hier auch der Fall sein und da empfiehlt es sich dann natürlich auch, wenn man nachfragt, ja, also wenn man sich Informationen einholt. Unterstützung sehe ich auf jeden Fall. Das bedeutet aber auch, dass du hier natürlich nicht alle Ratschläge, die du hier erhältst, eins zu eins übernehmen sollst, sondern dass hier ist es natürlich auch immer wichtig, dass man dadurch, durch das Einholen von Informationen, den eigenen Horizont ja natürlich erweitern kann und du dann für dich besser erkennen kannst, wie es weitergeht. Also diese pessimistische Stimmung, die ich hier sehe, mein lieber Steinbock, die soll sich laut dieser Legung auch auflösen lassen. Wichtig ist, dass du es auch angehst. Ja, das ist hier auch entscheidend, sich dem stellen.
auch Nein zu diesen Zweifeln zu sagen, ja. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass du hier etwas erkennst, was optimiert werden kann. Hier geht es aber mehr für mich um eine eher, ja, eine eher Schwarzmalen einer Situation. Und dem soll natürlich Einhalt geboten werden. Schauen wir mal weiter. Das Universum sagt hier, deine Aufgabe in dieser Situation ist, dass du dich, ja, dass du dich deinen Zielen hingibst, der Essenz, das, was du anstrebst. Du hast hier ein bestimmtes Ziel vor Augen. Ich sehe auch, dass das bedeutet, dass du hier ja ein dir noch unbekanntes Terrain betreten sollst, ja, oder betreten musst, um das umsetzen zu können. Und wichtig ist, dass du dir hier auch vor Augen hältst, was hier dein Ziel ist, dein übergeordnetes Ziel. Denn das wird dir hierbei helfen, auch diese Schwelle, die ich hier wahrnehme, zu überschreiten. Ja, schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Und hier spielt ein Zeitfaktor eine entscheidende Rolle. Das ist wirklich spannend, denn ich nehme das hier schon eher als einen Druck wahr, den du dir hier auch irgendwo selbst machst. Ja, ich habe hier sehr stark das Gefühl, dass du dich hier unter Druck setzt, dir vielleicht hier auch die ein oder andere Deadline setzt, die ein bisschen zu knapp ist. Und es kann auch sein, also das spüre ich hier schon auch, das betrifft jetzt nicht alle, aber einen bestimmten Teil, dass hier so ein bisschen, das hängt hier mit diesem Schwarzmalen zusammen, hier so der Gedanke kommt, es ist zu spät oder ich bin zu alt dafür. Und das ist ein Irrglaube, mein lieber Steinbock. Also für die wenigsten Dinge sind wir irgendwann zu alt. Natürlich gibt es bestimmte, ja, biologisch bedingte Themen, wo es tatsächlich irgendwann zu weit ist. Aber das, was ich hier sehe, ja, dafür ist es nicht zu spät und es ist wichtig, dass du das auch erkennst. Ich sehe das hier schon so, dass du dir hier selber einen sehr starken Druck machst, den machst du dir eben selbst und das führt hier aktuell dazu, dass das Ganze irgendwo verkrampft, ja, und dass du hier irgendwo nicht weiterkommst, weil du die ganze Zeit im Hinterkopf den Gedanken hast, es ist zu spät oder das geht sich nicht aus und eben dadurch ein Druck erzeugt wird, der eigentlich ja zu viel ist. Natürlich ist es wichtig, dass man sich auch ab und an selbst in den Hintern tritt, dass etwas weitergeht, aber hier ist es ein bisschen zu extrem, mein lieber Steinbock, also bitte ein bisschen runter vom Gas. Nicht aufhören, aber runter vom Gas und hinterfrage, ob dieser Zeitdruck wirklich sein muss. Ja? Wir schauen jetzt mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und hier geht es darum, das, was du vorhast, ist sehr wichtig. Also das soll Wellen schlagen. Das ist ja eine Vorreitertätigkeit beziehungsweise etwas, das für dich komplett neu ist, das vielleicht auch etwas komplett Neues ganz generell in der Welt ist, in der heutigen Zeit. Es kann natürlich auch etwas sein, das du hier vorhast, das in deinem Umfeld eher ungewöhnlich ist, wo du hier eben eine Art auch Vorbildfunktion einnimmst, wo du dich hier bestimmten Themen stellst, wo sich andere vielleicht gar nicht trauen. Und das Universum möchte dich hier auch ermutigen, dass es normal ist, dass man hier natürlich auch den ein oder anderen Zweifel hat, weil man natürlich sehr schwer einschätzen kann, wie wird sich das denn tendenziell entwickeln. Ja, da liegt viel Unbekanntes vor dir. Nur ich kann dich hier wirklich beruhigen, so wie sich das hier zeigt, sind das positive Ereignisse. Natürlich kommen hier, wenn du dich hier einer neuen Aufgabe stellst, auch Dinge auf dich zu, die eine Herausforderung darstellen. Auch das ist normal. Aber insgesamt ist das eine enorm
positive Entwicklung und auch etwas, was dir gut tut. Das kann ich dir hier auch schon sagen. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier liegt das Schicksal. Ja, also es geht hier aktuell bei dir um sehr, sehr viel, um sehr, sehr wichtige Themen. Das hat mit deinem Lebenssinn zu tun, mit deiner Bestimmung zu tun, mit deiner Berufung zu tun. Du hast es in der Hand. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, also wir kommen hier wieder zu diesem Zeitfaktor, wo es darum geht, aktiv zu werden. Ja, also der richtige Zeitpunkt ist jetzt, der ist nicht verstrichen. Es ist auch wichtig, dass du hier diese Blockade für dich löst, eben indem du auch erkennst, dass das doch gar nicht stimmen kann, dass es dafür zu spät ist. Das liegt hier vor dir. Und es geht hier schon auch um Mut, diese Schwelle zu überschreiten. Und das Universum unterstützt dich hier einfach auch. Das kann ich hier auch sehen, denn wir haben hier auch diese Unterstützung liegen, eben in Form einer realen Person, die dich entweder selbst kontaktiert oder die du bereits kontaktiert hast, wo man in Kontakt miteinander tritt, die dir hier eben auch weiterhelfen kann. Also nur Mut, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Stier, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier, welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Hier geht es um eine zwischenmenschliche Enttäuschung, die hier kürzlich stattgefunden hat. Also das ist bereits bekannt. Und hier ist einiges unklar. Ja, irgendjemand ist dir hier in den Rücken gefallen, hat vielleicht ein Versprechen gebrochen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und irgendetwas ist hier unklar. Vielleicht geht es ja auch um die Beweggründe. Ich kann dir aber schon mal vorab sagen, hier soll sich einiges aufklären. Ja. Das Erste, was wichtig zu erkennen ist, mein lieber Stier, ist, dass es sich hier um eine einseitige Angelegenheit handelt. Ja, das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Hier tendiere ich schon eher dazu, dass vermutlich du hier in eine Sache mehr hinein investiert hast als diese andere Person. Diese andere Person ist ja tendenziell eher mitgelaufen. Das kann natürlich auch andersherum sein, dass es hier um etwas geht, das dich vielleicht nicht so sehr interessiert. Aber das schließe ich eigentlich eher aus. Ja, ich füge das nur der Vollständigkeit halber eben hinzu. Was ich hier einfach sehe, ist, dass du hier wesentlich engagierter bist in dieser Angelegenheit und ja, dich diese Person hier irgendwo hängen lassen hat. Ja, und es ist hier irgendetwas nicht klar. Kann auch sein, dass diese Person sich hier sehr unklar ausgedrückt hat oder man hat hier bestimmte Themen nicht wirklich abgeklärt. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ich glaube auch, dass hier eine Unehrlichkeit mitgeht. Das muss ich schon auch ganz ehrlich gestehen, dass diese Person hier nicht ganz ehrlich mit dir war und ist. Es muss jetzt nicht sein, dass diese Person hier irgendetwas Bösartiges im Schilde führt. Vielleicht geht es hier einfach darum, dass diese Person Schwierigkeiten hat, einfach etwas
auszudrücken oder die Karten einfach auf den Tisch zu legen, ja, und vielleicht dich nicht verletzen möchte, das kann natürlich auch der Fall sein. Ich meine, es ist halt schon geschehen, das kann ich ja auch sehen. Die Sache ist, hier ist etwas unklar und diese Sache ist einseitig und das ist schon mal wichtig zu erkennen. Schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Ja, und da geht es darum, eine Grenze zu ziehen bzw. sich hier irgendwo durchzusetzen. Das zeigt sich als Schwierigkeit an. Das macht hier aber auch Sinn, also ist auch irgendwo verständlich, denn ich denke, diese Person steht vermutlich in einem Naheverhältnis zu dir, was natürlich auch dafür sorgt, dass hier eine gewisse Verstrickung stattfindet und es hier irgendwo nicht so leicht ist, bestimmte Dinge voneinander zu trennen. Und eine Grenze zu ziehen wäre hier sehr, sehr wichtig. Diese Grenze muss nicht ausgesprochen werden. Das nehme ich ja auch wahr. Das ist auch spannend, diese Grenze. Da geht es mehr darum, dass du die in dir festlegst oder dass du hier für dich eine Grenze bestimmst. Die muss nicht zwingend kommuniziert werden. Sehr spannend. Ich meine, es lohnt sich natürlich immer, sich auszusprechen, aber ich habe hier einfach das Gefühl, dass diese Person sich bei einigen auch windet vor einer Konfrontation, ja, also hier irgendwo aus dem Weg geht. Deshalb ist es wichtig, dass du in dir für dich bestimmte Regeln oder Strukturen aufstellst. Ja, das ist hier entscheidend. Das ist hier sehr wichtig. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch erfahren dürfen. Dann möchte ich noch eine Information bekommen. Okay, das ist sehr spannend. Also das Universum sagt hier ist tatsächlich Schweigen Gold. Ja, es ist wichtig, hier zu beobachten. Deshalb auch diese Information, mit dem dass diese Grenze nicht ausgesprochen werden muss, ja. Es ist wichtig, hier zu beobachten, denn durch das Beobachten wird sich dir ein Ausweg zeigen, ja, wie du aus dieser Situation herauskommst. Denn ich habe schon das Gefühl, dass so wie das ist, das fühlt sich so an, als würdest du hier etwas mit dir mitschleppen, ja, als würdest du hier eine Last mit dir mittragen, die eigentlich nicht für dich bestimmt ist, ja, und es geht hier um einen Ausweg, irgendwie das Ganze aufzulösen. Das kann natürlich auch sein, ja, das möchte ich nicht ausschließen, dass hier vielleicht diese Person tatsächlich auf dich zukommt und hier, ja, die Karten auf den Tisch legt. Ja, das kann durchaus auch der Fall sein. Es geht hier darum, dass sich diese Situation auflösen soll und dass sich hier ein Ausweg zeigen soll, der für dich auch irgendwo heilsam ist, der für dich auch gut ist. Und das bedeutet hier auch, es ist wichtig hinzuhören und auch zuzuhören, was spricht diese Person. Das ist hier entscheidend. Also ich sehe hier schon auch, dass du hier in eine Situation geraten könntest. Das betrifft hier eine bestimmte Gruppe, wo du den inneren Drang verspürst, Hals über Kopf zu handeln und es genau hier wichtig ist, innezuhalten und eventuell noch eine Nacht darüber zu schlafen, ja, bevor man hier irgendetwas überstürzt. Das kann ich hier auch noch sehen. Schauen wir mal in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier kann ich Folgendes erkennen. Es geht hier darum, dass sich diese Situation aufklären soll. Es soll hier klar werden. Und du wirst sehr bald erkennen, und ich denke, es geht hier auch um diese Person, die sich hier zeigt, dass diese Person eine Tendenz oder eine Neigung hat, ja, andere Menschen herabzuwürdigen oder herabzusetzen. Das muss wirklich nicht zwingend aus einer Motivation heraus geschehen, dass man anderen schaden möchte. Das ist ein Thema, das diese Person mit sich selbst hat.
Ja, also ich würde da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, warum das hier geschieht. Das ist Thema dieser Person. Das muss die Person für sich auflösen. Wichtig ist, dass du das nicht, dass du das erkennst, dass das mit dir nichts zu tun hat. Ja, dass das abgegrenzt ist von dir und dass dieses Abwerten, das ich hier auch sehe, auch nichts mit dir zu tun hat und dass du hier sehr klar erkennen wirst, was hier los ist, ja, also dass es wird dich nicht mehr so treffen oder es wird dich nicht mehr so berühren oder verletzen und das ist hier auch sehr, sehr wichtig, denn was ich hier noch sehe, mein lieber Stier, ist, dass du hier kurz vor einem Aufbruch bist. Diese Karte ist auch in der Steinbocklegung gefallen, also kann es ja gut sein, dass das hier ein kollektives Thema der Erdzeichen sein könnte, dass hier ein Aufbruch angezeigt wird, Aufbruch zu neuen Ufern, ja, zu neuen Aufgaben, Aufbruch ins Unbekannte. Denn es geht hier um irgendetwas, das du hier umsetzen oder erleben möchtest, das du in dieser Form eben noch nicht erlebt hast. Also etwas, ja, etwas, eine neue Erfahrung ganz allgemein gesehen. Und das, was hier geschehen ist oder was hier geschieht, das kann sehr gut sein, dass diese Person hier Zweifel in dir geweckt hat, die einfach ja dafür gesorgt haben, dass du hier jetzt tendenziell ein bisschen gezögert hast. Deshalb, ich glaube, dass dieses Beobachten, das hier auch angezeigt wird vom Universum, ist hier wirklich sehr, sehr wichtig für dich, damit du hier auf einen grünen Zweig kommst. Und es soll sich hier, wie gesagt, ein Ausweg zeigen. Und das kann sehr rasch gehen. Das kann ich dir auch sagen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo meine liebe Jungfrau, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Jungfrau, welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Gut, und dann möchte ich noch wissen, worum geht's da? Okay. Es geht hier um eine zwischenmenschliche Verbindung, meine liebe Jungfrau. Das kann jetzt durchaus auch die Liebe betreffen, kann aber auch eine Freundschaft betreffen, eine Verbindung zu einem Familienmitglied oder auch eine Verbindung beruflicher Natur beispielsweise. Hier geht der Trend bergauf, also das kann ja eben auch für eine Zusammenarbeit stehen. Würde sich hier auf jeden Fall auch anbieten, dass hier eventuell gerade eine Liebesbeziehung am Aufblühen ist, am Aufkeimen ist, im Wachstum ist. Ja, kann wie gesagt auch eine Freundschaft betreffen. Ich nehme an, du weißt, um wen es hier geht. Der Trend geht aufwärts, also das dürfte hier auch, so wie ich das hier sehe, eine Verbindung sein, die das Potenzial hat, sehr, sehr lange bestehen zu bleiben. Schauen wir jetzt mal weiter, was wir hier noch erfahren dürfen. Okay. Es geht hier, das, was sich hier schwierig zeigt in dieser Verbindung, also was für dich hier ein Thema ist, ist die Leichtigkeit, also dass es leicht gehen darf. Ja, irgendeine alte Last kommt dir hier irgendwo in die Quere. Und es hat sehr viel mit deinen Gedanken zu tun, meine liebe Jungfrau, ja.
habe ich einfach das Gefühl, dass hier irgendeine frühere Erfahrung, ja, eine Enttäuschung vermutlich, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, hier mit hineinwirkt, unbewusst bzw. unterbewusst. Und das Universum möchte dich hier irgendwo auch wachrütteln und möchte dir hier auch vermitteln, es darf auch einfach gehen, beziehungsweise es soll hier auch einfach gehen, ja. Also das ist eine, so wie ich das sehe, eine sehr schicksalhafte Verbindung. Ich spüre hier auch eine gewisse Ruhe, die hier mitgeht, ja. Also eine sehr angenehme Schwingung. Und deine Gedanken spielen hier eine entscheidende Rolle. Schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit, ja. Und hier geht es darum, ja, der Teufel sitzt sozusagen im Detail, ja, das ist hier die Aussage. Es geht hier um Kleinigkeiten, die den Fluss dieser Verbindung hier irgendwo ins Stocken bringen, beziehungsweise, ja, dass sich hier immer wieder kleine Herausforderungen zeigen, beziehungsweise, dass sich hier auch manche Dinge verzögern oder schleppender entwickeln. Und da geht es um die kleinen Details, also das bekomme ich hier herein. Und ich habe hier schon das Gefühl, dass es hier vornehmlich um deine Gedanken geht, ja. Und es ist hier wichtig zu erkennen, was soll hier eventuell geklärt werden und was sind vielleicht Ängste, die sich zeigen, die aber eigentlich mit dieser Situation gar nicht wirklich so viel zu tun haben, wo du dich an etwas erinnert fühlst beispielsweise. Das ist hier sehr wichtig. Diese Blockade, die kann auf jeden Fall gelöst werden. Es ist nur wichtig, dass es dir bewusst wird. Ja, das ist hier entscheidend. Es geht hier sehr viel um dieses bewusst werden, erkennen, dann kann sich diese Blockade hier sehr, sehr rasch auflösen und das, was sich hier als Zweifel eventuell auch zeigt, das kann hier komplett verschwinden. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und wir bekommen hier eine Engelszahl herein, wir bekommen hier die 999. Ich sage das auch immer dazu, Engelszahlen in meinen Legungen stehen immer für schicksalhafte Entwicklungen, schicksalhafte Zyklen, wichtige Entwicklungen. Und die 999 im Speziellen steht dafür, dass etwas abgeschlossen werden soll. Ein Zyklus endet, was bedeutet, ein Anfang kommt auf dich zu. Dafür muss aber noch etwas abgeschlossen werden. Und vornehmlich geht es hier um ein Thema, dass sich um die Vergangenheit dreht, ja, wo hier irgendetwas geschehen ist, das dich eben nach wie vor beschäftigt, was sich eben jetzt auch hier in der Legung widerspiegelt. Und damit, da ist es wichtig, dass du damit abschließt. Das heißt nicht, dass es verdrängt werden soll, sondern dass es an den Platz gesetzt werden soll, in dir, wo es hingehört, ja, und zwar in die Vergangenheit. Und das ist hier auch sehr entscheidend, um hier diese Blockade lösen zu können. Ja, das ist hier eine Hilfestellung vom Universum, die dich dabei unterstützen kann, eben diese Detailgeschichte aufzulösen. Ja, da geht es, denke ich, vielleicht auch um vermeintliche Kleinigkeiten. Ja, das sind hier Dinge, die dir vermutlich, wenn du jetzt sagst, ich weiß jetzt nicht, was das sein soll, die dir vermutlich in den nächsten Stunden oder Tagen auffallen werden, wo dir etwas bewusst wird und du dann eben auch dementsprechend handeln kannst, beziehungsweise hier etwas abschließen kannst. Nach der 999, also nach diesem Abschließen, beginnt ja auch wieder, dann kommt ja die 000-Energie, also ein frischer Wind, ein Neuanfang, ja, und dafür muss noch etwas abgeschlossen werden. Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte, und hier wird schon angekündigt, dass sich die Dinge ausgleichen, ja, da in dieser Verbindung, ja, die sich hier zeigt, die hier so wichtig auch ist. Diese Verbindung wirft hier offenbar auch noch Licht auf
ja, auf Erinnerungen oder Erlebnisse, die du offenbar noch nicht so recht aufgearbeitet hast oder wo sich noch nicht die Gelegenheit angeboten hat, das aufzuarbeiten. Ja, also das, was sich hier als Schwierigkeit zeigt, ist Teil dieses Weges. Das soll hier auch geklärt werden. Und laut Tendenz, also bist du hier bereits am richtigen Weg. Es geht, wie gesagt, es geht um die kleinen Dinge. Und das soll hier aufgelöst werden. Und ich sehe auch hier, dass das, was sich jetzt als Belastung zeigt, an den Platz gesetzt wird, wo es hingehört. Ja, also das wird nicht abgeschnitten oder ausgeklammert, sondern es kommt an die Stelle, wo es sinnvoll ist und wo diese Erinnerungen oder diese Angelegenheit hier keinen Schaden mehr sozusagen anrichten kann. Ja, eine wirklich schöne Legung, meine liebe Jungfrau. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Wassermann, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Ja, mein lieber Wassermann, hier, ich sehe, dass dich hier irgendetwas sehr, sehr stark beschäftigt und du bist auf dem besten Weg, die Lösung zu finden. Das Universum gibt dir hier folgenden Tipp, ja. Es gibt mehrere Lösungswege, ja. Es ist wichtig, dass du dir deine Optionen vor Augen hältst, beziehungsweise auch Ausschau hältst nach Alternativen. Ja, also es gibt nicht nur eine Lösung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Thema, das dich hier aktuell beschäftigt, zu klären. Ja, oder hier auf einen grünen Zweig zu kommen oder ans Ziel zu kommen. Was bedeutet diese Lösung? Ja, ist dir auch bestimmt. Und darauf möchte dich das Universum schon mal sensibilisieren, dass du hier offen bist für Alternativen. Also da kann es dann sehr gut sein, dass du vielleicht das Gefühl hast, es geht nur auf diesem einen Weg. Ja, und da kann es dann eben sein, dass sich hier irgendetwas querstellt und man dann so sehr davon überzeugt ist, dass es dieser eine Weg sein muss, dass man dann eben nicht erkennt, ah Moment, ich kann ja auch auf dieser Seite um die ganze Sache herumgehen beispielsweise, ja. Das ist hier wichtig, ja, dass du dir das schon mal merkst. Wir schauen jetzt mal weiter. Da sagt das Universum, also es geht hier um ein Thema der Gerechtigkeit, des Ausgleiches. Und irgendetwas belastet dich hier einfach auch enorm. Also kann sehr gut sein, ja, dass du dich hier erschöpft fühlst. Also das Thema Erschöpfung, Übermüdung, Müdigkeit, das hat sich in letzter Zeit öfters in verschiedensten Legungen gezeigt. Das dürfte hier ein nach wie vor kollektives Thema sein. Das ist jetzt auch wichtig, ja. Das kann auch sein, dass sich das schon auf deine Gesundheit auswirkt, ja. Dann möchte ich nur hinzufügen, eine Kartenlegung kann natürlich keine professionelle medizinische Beratung
Beratung ersetzen. Also solltest du hier gesundheitliche Probleme haben, dann bitte übernimm die Eigenverantwortung und such eine Ärztin, such einen Arzt auf, ja, je nachdem, wie es aussieht. An sich geht es hier mehr um sich belastet fühlen, schwer fühlen, müde fühlen. Und es ist wichtig, dass du dich darum kümmerst, ja, dass du diesem Zustand hier Aufmerksamkeit beimisst, beziehungsweise dich darum kümmerst, dass du hier Erholung bekommst. Das mag jetzt vielleicht paradox klingen, weil du hier ja an irgendetwas dran bist, irgendetwas auflösen möchtest. Vielleicht geht's hier um irgendetwas Berufliches beispielsweise, ja, das könnte hier sein, oder irgendein Projekt, das du abschließen möchtest. Das kann auch eine zwischenmenschliche Angelegenheit sein. Und wichtig ist, dass du dich um deine Energie kümmerst, ja, dass du hier wieder zu Kräften kommst. Das wird indirekt dazu führen, dass sich bestimmte Dinge wie von selbst ausgleichen. Ja, das möchte dir hier das Universum auch durchgeben. Achte auf deine eigenen Grenzen gib hier Acht auf dich. Schau, dass du genügend Schlaf bekommst beispielsweise. Ja, das ist auch oft ein Thema, dass sich hier eben auch zeigen könnte für den einen oder anderen. Das wird bei jedem ein bisschen anders sein. Das ist hier ja auch eine allgemeine Kartenlegung. Und das ist schon mal Teil der Lösung. Ja, das gehört, das spielt hier mit hinein. Schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Ja, hier liegt auch direkt schon die Blockadenkarte in den Blockaden, was hier auch bedeutet, dass es hier um eine Blockade geht, also um ein Hindernis geht, das dir offenbar schon öfter in deinem Leben begegnet ist. Das kann ein ganz altes Thema sein, das sich hier jetzt wieder zeigt. Und genau das soll jetzt in die Auflösung gehen. Das kann jetzt für einige auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, also je nachdem, wie groß diese Blockade ist, also um was es hier geht bei diesem Thema, wo du hier dieser Lösung schon auf der Spur bist. Ja, also die Lösung, so wie ich das sehe, die ist greifbar. Und hier geht es um irgendein Thema, also das schwingt hier mit, das sich hier jetzt wieder ganz markant zeigt und das jetzt in die Auflösung geht. Und das kann schon sein, dass sich das dann auch über einen längeren Zeitraum zieht. Da muss ich dir aber auch hinzufügen, dass sich hier die Dinge dann auch stetig verbessern und erleichtern. Das ist nicht wie ein Schalter, der sich umlegt und auf einmal ist alles super, sondern das ist hier ein Schritt für Schritt. Je nachdem, wie ausgeprägt diese Blockade ist, die soll jetzt in die Auflösung gehen. Ja, das zeigt sich hier. Ja, und wenn wir jetzt hier weiterschauen, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat, dann zeigt sich hier auch der Ausweg. Ja, das bedeutet, wir bekommen hier eigentlich zweimal die Information, dass es wichtig ist, dass du offen bist für alternative Wege, ja, alternative Möglichkeiten, alternative Herangehensweisen. Das kann beispielsweise sein, dass du dir vielleicht einen Rat einholst, ja, dass du, wenn es um irgendein ganz spezielles Thema geht, irgendetwas Fachspezifisches beispielsweise, dass du hier eine Expertin oder einen Experten fragst, ja, oder jemanden, der eine ähnliche Erfahrung bereits gemacht hat. Also das könnte hier eine Möglichkeit sein, nur um ein Beispiel zu nennen. Es kann aber auch durchaus sein, da wir hier auch Zahlen hereinbekommen, dass du bestimmte Synchronizitäten wahrnimmst, also vielleicht um 11.11 Uhr immer wieder auf die Uhr schaust. Und da empfiehlt es sich dann auch, das mal nachzulesen, wenn das öfter vorkommt, ja, was diese Zahlenkombination bedeutet. Das kann natürlich auch eine andere Zahlenkombination sein oder Symbole. Ja, oder das Universum schickt dir hier offenbar auch Zeichen. Und es ist wichtig, dass du dich darauf fokussierst, dass diese Lösung existiert. Und dann kann es sein, dass sich der Weg auf eine ganz
unerwartete Art und Weise zeigt. Also das möchte dir hier das Universum mitteilen. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und ganz generell gesehen wird es leichter, mein lieber Wassermann. Das wird jetzt aber, das möchte ich nur hinzufügen, das braucht ein bisschen Anlauf, ja. Also das wird jetzt nicht sofort sein, sofort wird, ist alles super, wie ich vorhin schon gesagt habe, sondern das wird sich ein bisschen in die Länge ziehen, ja. Also bei manchen ein paar Tage, Wochen oder vielleicht auch, je nachdem, wie groß das Thema ist, auch ein bisschen länger. Und dann plötzlich geht die Kurve spürbar nach oben, ja. Das ist hier wichtig, das zu beachten, was für mich auch darauf hindeutet, eben auch, weil es ja auch darum geht, irgendetwas abzuschließen, denke ich. Dass hier noch das ein oder andere fertiggestellt werden soll. Ich sehe hier auch, dass hier Platz frei wird für etwas Neues, ja. Und das, was hier auch wichtig ist, was diesen Ausweg betrifft, also der dürfte hier schon sehr greifbar nahe sein, dass wenn hier Platz entsteht, Raum entsteht, dass du dir dann auch Gedanken darüber machst, was soll denn an diesem Platz hinkommen. Ja, dieser Platz, das kann sich ein bisschen leer anfühlen. Ja, wenn du hier diese Lösung beispielsweise gefunden hast, kann ein Gefühl der Leere entstehen. Das ist temporär. Und es ist wichtig, das auch auszuhalten, dass genau das dahin kommt, was du auch dort haben möchtest. Und was ich hier auch sehe, ist, dass sich hier eine große Verstrickung, also eben auch diese große Blockade, die wir hier in den Blockaden eben liegen haben, dass das hier beginnt, sich aufzulösen. Wie gesagt, das braucht ein bisschen Zeit, ja, das braucht eine gewisse Strecke, dass es dann nach oben geht, ja, also ein bisschen Geduld ist hier noch erforderlich. Und eines kann ich dir hier auch noch sagen, lieber Wassermann, bevor wir hier zum Abschluss kommen: Schritt für Schritt ist hier wichtig, nicht alles gleichzeitig lösen. Also hier zeigen sich einfach mehrere Themen, es ist wichtig, eins nach dem anderen abzuarbeiten oder abzuschließen, fertigzustellen, ja. Also diese Blockade, die wir hier haben, oder diese Herausforderung, die besteht aus verschiedenen Dingen, und es ist wichtig, ja, das der Reihe nach zu machen und nicht alles gleichzeitig. Also Erleichterung ist hier auf jeden Fall schon mal sichtbar. Ein bisschen Geduld ist noch erforderlich. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Zwilling, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, spannend, eine spannende Legung. So eine brauche ich noch, und dann starten wir auch schon. Ich
Es geht hier bei dir darum, dass hier etwas abgeschlossen werden soll oder ja, dass hier etwas zum Abschluss kommt, finalisiert wird. Ja, wir haben ja auch die 9, also kann es gut sein, dass du vielleicht Synchronizitäten wahrnimmst mit 9er Kombinationen, also 9-9 oder 3x die 9, 4x die 9 etc. etc. oder mit anderen Zahlen in Verbindung kann durchaus möglich sein. Das steht auch immer dafür, dass ein Zyklus endet, dass etwas abgeschlossen wird, dem Ende zugeht. Ja, also irgendetwas wird hier finalisiert. Das ist ja auch sehr plakativ, sehr groß. Kann bedeuten, dass hier eben auch ein neuer Lebensabschnitt ansteht für den einen oder anderen. Schauen wir jetzt mal weiter, was hier deine Aufgabe ist. Und das ist schon wirklich spannend, denn eine ähnliche Information gab es, glaube ich, in der Wassermann-Legung. Es ist hier wichtig zu erkennen, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, um an dein Ziel zu gelangen. Ja, also es gibt nicht nur einen Weg. Irgendetwas ist hier verkrampft, habe ich das Gefühl. Und das Universum möchte dich darauf hinweisen, dass der direkte Weg nicht immer der schnellste sein muss, mein lieber Zwilling, ja. Und es ist hier wichtig, dass sich das hier entkrampft, diese Situation. Dieses Ziel, das ist dir auch bestimmt, also das wirst du, so wie ich das sehe, hier auf jeden Fall erreichen. Aber du bist hier irgendwo, also das, was sich hier einfach auch als Blockade irgendwo hier schon zeigt, ist, du hast hier irgendwo eine Haltung eingenommen oder du hast hier irgendeinen Weg vor Augen und glaubst, dass es nur so geht. Und das ist hier wichtig, das zu überdenken. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Ja, da sehe ich eine Fremdenergie, das möchte ich aber noch abklären. Okay, also was das exakt ist, das wird mir hier nicht gezeigt. Dann dürfte das bei jedem etwas anderes sein. Etwas von außen hält dich davon ab, aktuell deine Vision zu leben, ja, oder irgendetwas umzusetzen, das für dich sehr schicksalhaft ist. Ich nehme an, da geht es auch dann ganz konkret um diesen Abschluss. Das, was sich hier zeigt, ist eine Art Ablenkung kann das sein, ja, also dass hier vielleicht jemand sehr viel oder überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit von dir benötigt, ja, sich hier vielleicht auch irgendwo aufdrängt, das kann sein. Kann auch sein, dass dich hier jemand ausnützt. Das ist etwas, das weißt du, ja, also das ist nicht wirklich verborgen. Ich möchte hier nur ein paar Beispiele nennen. Es kann natürlich auch sein, dass es hier um Ablenkungen geht, für die man selbst verantwortlich ist. Ja, also das möchte ich hier auch nicht unbedingt ausschließen, dass hier beispielsweise bestimmte Aktivitäten aktuell mehr Aufmerksamkeit bekommen, als es gut ist und dadurch eben hier, was diesen Abschluss betrifft, hier einiges in eine Verzögerung gerät. Ja. Es hat mit etwas Externem zu tun und es ist wichtig, sich das hier bewusst zu machen, ja, und dann kann man hier auch etwas unternehmen, denn das, was sich hier im Außen zeigt, ja, das sorgt eben dafür, dass du hier gerade nicht so schnell vorankommst, wie du es gerne hättest, ja, das ist wichtig, dass du das erkennst, was das hier ist. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht wirklich versteckt. Also es zeigt sich mir nicht versteckt an. Das kann unterschwellig entstanden sein oder beiläufig entstanden sein. Aber wenn du hier konkret hinsiehst, wirst du es erkennen.
Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Ja, und hier kann ich erkennen, dass hier einiges unklar ist und das liegt daran, dass du hier aktuell momentan schon sehr unter Starkstrom stehst. Ja, also man merkt hier schon noch einen gewissen Druck, den du dir vielleicht auch selber machst. Ja, das kann auch sein. Es kann natürlich auch sein, dass hier vielleicht, dass es hier um einen Zeitfaktor geht, dass hier vielleicht auch ein Datum feststeht, was natürlich klar ist, dass einen das ja dann auch nicht unbedingt kalt lässt. Aber genau hier ist das Problem, wo du eben auch etwas machen kannst. Es geht hier darum, dass du hier in deine Mitte zurückfinden sollst, auch wenn hier gerade enorm viel los ist, mein lieber Zwilling. Das kann ich absolut verstehen. Aber genau das ist hier ein wichtiger Teil, damit du diese Sache hier zum Abschluss bringst. Es ist wichtig, dass du in deine Mitte zurückfindest. Beispielsweise meditieren kann hier sehr hilfreich sein. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt aber keine Zeit, stundenlang zu meditieren. Es gibt sehr, sehr kurze Meditationen, die vielleicht 2 bis 5 Minuten dauern. Das ist machbar, auch wenn man einen stressigen Alltag hat, dass man das einbaut. Denn dadurch, dass du hier auch, dass hier auch viel mit Atmung dann gearbeitet wird, üblicherweise bei Meditationen, das führt dann auch dazu, dass sich dieser Stresslevel hier reduziert und du dann auch wieder klarer siehst, ja, also dass hier einiges an Unruhe aufgelöst wird. Und das ist hier sehr wichtig. Bewusstes Atmen beispielsweise. Es gibt ja auch verschiedenste Atemübungen, die einem dabei unterstützen, wieder in die Ruhe zu kommen, kann hier auch sehr hilfreich sein. Das benötigt nicht viel Zeit, ja, aber hat einen unglaublich positiven Effekt. Und dann wirst du hier durchaus hier einiges klarer sehen können und manche werden hier vielleicht auch erkennen, was ganz klar erkennen, was zu tun ist. Ja, das ist hier wichtig, vor allem auch wenn du hier nicht so sicher bist, was das hier ist, was vom Außen hier einwirkt und sich irgendwie parasitär verhält und dazu führt, dass du hier eben nicht diese Angelegenheit hier abschließen kannst aktuell. Wie gesagt, das wird abgeschlossen, so wie ich das sehe. Schauen wir jetzt mal weiter in die Tendenz. Und das ist wirklich spannend, denn hier kann es durchaus um einen Vertrag gehen für den einen oder anderen, eine vertragliche Angelegenheit. Das kann auch eine mündliche Vereinbarung sein, auch im privaten Umfeld, ja. Und hier ist Folgendes wichtig. Zum einen ist es wichtig, diesen Vertrag, egal ob schriftlich, mündlich oder wie auch immer, genau zu überprüfen. Denn ich habe hier zwei Hinweise. Zum einen habe ich hier einfach den Hinweis, dass hier irgendetwas nicht ganz klar ist, nicht ganz stimmig ist, ja. Auch, dass sich hier jemand nicht ganz klar ausdrückt. Und ich habe hier auch den Hinweis, dass es wichtig ist, zum einen sich Alternativen anzusehen und zum anderen kann es sein, dass hier mehrere Personen involviert sind. Irgendetwas an diesem Vertrag, das ist nicht ganz stimmig und das kann aber entdeckt werden und darauf sollst du einfach vorbereitet werden, ja. Wenn das eine mündliche Vereinbarung ist, mein lieber Zwilling, dann geht es darum nachzufragen, ja. Alles, was dir auf der Seele liegt, wo du irgendeine Unklarheit spürst, einfach nachfragen, abklären und im Falle auch schriftlich festhalten, ja. Das ist entscheidend. Wenn es bereits ein schriftlicher Vertrag ist, dann ist es wirklich wichtig, den genau zu studieren.
denn ich habe das Gefühl, dass das hier für einige ein sehr, sehr wichtiger Vertrag sein könnte, wo man eben, bevor man unterzeichnet, noch einiges in Ordnung bringen sollte. Ja, also das ist hier enorm wichtig. Natürlich kann man auch nachträglich oft etwas machen, nur ist das dann üblicherweise wesentlich komplizierter, als wenn man das im Vorfeld löst. Lass dich hier nicht abwimmeln, schau, dass das in die Klarheit kommt. Das möchte das Universum hier mitgeben. Ich habe auch das Gefühl, dass diese vertragliche Angelegenheit, dass das schon für diesen Neubeginn steht. Ja, kann auch sein, dass das hier abgeschlossen werden soll, dass das hier vielleicht auch Teil dieses Abschluss ist. Es ist auf jeden Fall wichtig und es ist wichtig, hier noch einmal hinzusehen. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, meine liebe Waage. Hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, dann möchte ich da noch eine Information haben und dann geht schon los. Ja, eine spannende Legung, meine liebe Waage. Hier in der Ausgangssituation kann ich hier sehen, dass hier ein Einfluss von außen sich zeigt. Also ich nehme an, in Form von einer bestimmten Person, ja, also dass du hier vielleicht in Kontakt mit jemandem bist bezüglich einer bestimmten Angelegenheit. Dieser Einfluss, den deute ich als durchwegs positiv. Achtung, wenn dir diese Person Ratschläge gibt, dann heißt das natürlich nicht, dass man hier alle Ratschläge ja einfach so annehmen soll. Natürlich immer kritisch bleiben, sich selbst eine Meinung bilden. Das, was ich hier einfach sehe, das, was durch diesen Einfluss von außen entsteht, ist enorm positiv. Und wir bekommen hier auch noch eine Engelszahl dazu, denn ich wollte mir nämlich ansehen, wie sich dieser Einfluss zeigt. Und Engelszahlen in meinen Legungen stehen auch immer für schicksalhafte Zyklen, dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist. Und die 333 für sich bedeutet, dass es hier um das Thema Loslassen geht. Platz schaffen für etwas, das kommen soll. Und ich sehe auch schon, dass hier etwas kommen soll. Es geht hier um etwas Wertvolles. Ja, also dieser Einfluss, der sich hier zeigt, der hilft dir dabei, Platz für etwas zu schaffen. Vielleicht auch im übertragenen Sinne. Ja, schauen wir mal weiter. Das Universum sagt hier, es ist wichtig, dass du nicht zu viel grübelst. Ja, das sagt sich natürlich immer leichter, als es dann getan ist. Das ist, ja, das ist klar. Aber dennoch sagt das Universum hier, es sind bestimmte Mechanismen im Gange, die im Hintergrund, also für dich nicht sichtbar sind. Und die laufen zu deinen Gunsten. Es ist prinzipiell in der aktuellen Situation für dich wichtig, dass du dich positiven Entwicklungen öffnest. Ja, also da muss man jetzt nicht wirklich viel machen, sondern das, was hier wirklich wichtig ist, ist, wenn sich hier Chancen zeigen, dass man sich diese Chancen auch einmal ansieht. Das heißt, wie gesagt, auch nicht, also so ähnlich wie bei dem Einfluss von außen, dass man hier zu allem Ja und Amen sagen soll. Dazu raten die Karten natürlich nicht, denn entscheidend
Schäden tust du natürlich final wie immer selbst. Das, was sich hier zeigt, ist, dass sich hier Chancen zeigen können, dass sich hier auch unerwartete positive Entwicklungen zeigen können und es wichtig ist, mitzugehen, ja, also das anzunehmen, sich das mal anzusehen, auch mit dem Gedanken, dass sich das enorm positiv entwickeln kann, ja, also, denn ich spüre hier ein bestimmtes Misstrauen, wenn es vermeintlich zu gut läuft, ja, und das kann dazu führen, dass man sich dann eben selbst im Weg steht. Wenn sich hier eine Chance, eine Möglichkeit zeigt, dann kann man da üblicherweise ja auch nachfragen, sich das näher ansehen und auch überprüfen, ob man diese Chance nutzen möchte. Ja, und das können wir hier schon mal sehen. Schauen wir jetzt mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Ja, und da ist wieder, ja, das ist so ein klassisches Thema, vollkommen Sternzeichen unabhängig. Es geht hier um das Thema Geduld. Man kann hier sehen, dass, ja, dass es für dich gerade eine Spur zu langsam vorangeht. Auch das ist absolut nachvollziehbar. Aber das Universum möchte dir hier sagen, ja, und ich, so wie sich das hier anfühlt, bist du hier kurz vor einer Veränderung, ja? Also das ist nicht mehr so weit entfernt. Das, was hier wichtig ist, ist das große Ganze zu betrachten. Du arbeitest auf etwas hin, das auf lange Sicht sehr wertvoll für dich ist, beziehungsweise im Wert steigt. Kann durchaus sein, dass es hier beim einen oder anderen wirklich um eine finanzielle Angelegenheit geht, ja, also beziehungsweise auch, weil etwas hereinkommt. Das kann natürlich auch, also dieser Einfluss von außen, das kann natürlich auch finanzieller Natur sein, ja, also dass es hier gar nicht so sehr um eine Person geht, sondern vielleicht um einen Finanzfluss, der sich vergrößert, ja, wo hier bestimmte Maßnahmen notwendig sind, dass das genug Raum bekommt. Also nur als um ein Beispiel noch hinzuzufügen, das, was ich hier sehe, auf das, was du hinarbeitest, das hier aktuell noch blockiert ist, diese Blockade soll ja auch gelöst werden, ja, also die kann aufgelöst werden. Da geht es auch darum, dass hier bestimmte Abläufe in deinem Leben optimiert werden. Das zeigt sich hier auch und dass es leichter laufen soll. Ja, und dafür ist jetzt auch eine gewisse Vorbereitung notwendig. Ja, dass also all das, was du jetzt an Arbeit und Energie in deine aktuelle Situation steckst oder worum es hier konkret bei dir geht, das soll sich auf lange Sicht lohnen. Ja, das ist etwas, das sind wichtige Schritte, um etwas in die Wege zu leiten. Diese Schritte, die wiederholen sich aber nicht zwingend. Also das ist hier eher mehr eine einmalige Vorbereitung, so wie ich das sehe. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und hier haben wir den Hinweis, also das Universum sagt, dass hier entweder tatsächlich ein Geldeingang ansteht oder dass hier etwas Wertvolles in dein Leben treten soll, ja, also etwas, was für dich persönlich sehr wertvoll ist. Und es geht ja auch darum, dass das hier in ein Wachstum geht und auch, und das hängt hier zusammen mit dieser Position, dass das hier sehr unerwartet eintreffen soll, ja, und also für die meisten zumindest, dass man damit gar nicht so sehr rechnet. Und deshalb ist es auch so wichtig, hier versuchen locker zu lassen und die Dinge kommen zu lassen. Also das ist hier schon sehr, sehr eindeutig. Alles, was jetzt geht, meine liebe Waage, das möchte ich hier noch hinzufügen, denn wir haben hier auch in der Tendenz den Hinweis, es ist wichtig zu vertrauen und weiterzugehen, meine liebe Waage, ja, denn alles, was dich jetzt verlässt, das verlässt dich aus gutem Grund, ja, also wenn du das gerade das Gefühl hast, dass du viel vielleicht
dass du viel verlierst oder dass du das Gefühl hast, alles zerfließt zwischen deinen Händen. Das ist nur temporär. Denn hier wird schon angekündigt, dass sich das hier, also dein Weg zum einen auch beschützt ist und dass sich hier etwas entwickelt. Und du bist jetzt hier gerade in einer Entwicklung, wo es wieder bergauf geht, wo wieder mehr hereinkommt. Und deshalb ist es jetzt dann auch wichtig, umzuschalten und wieder in eine Art Empfangshaltung zu gehen, dass man die Dinge auch zu sich kommen lässt. Du musst dir nicht zu allem Ja sagen, aber das dass du es dir immerhin mal ansiehst, denn da soll doch durchaus einiges für dich dabei sein, meine liebe Waage. Ja, eine spannende Legung. Ich hoffe, dass das deine Legung ist und sich dort alsbald positive Entwicklungen zeigen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Fisch, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Fisch. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Ja, mein lieber Fisch, du bist hier gerade in einer Geduldsphase, ja, die wird verursacht von außen durch eine andere Person, die dich ja offenbar warten lässt, was dir wiederum das Gefühl gibt, hier fremdbestimmt zu sein. Achtung, das heißt nicht, dass diese Person hier in irgendeiner Art und Weise, irgendwelche negativen Gedanken pflegt. Das kann durchaus auch sein, dass es hierfür gute Gründe gibt, dass sich hier etwas verzögert. Ich meine, du wartest hier auch auf etwas. Wir schauen jetzt natürlich, was du hier machen kannst, ja, und was das Universum hier rät. Und da würde ich sagen, da schauen wir mal gleich weiter in die Aufgaben, denn die andere Person können wir natürlich nicht ändern. Das kann man immer nur selber machen. Man kann ja nur sich ändern. Und jetzt wollen wir mal schauen, was das Universum hier noch für eine Information hat. Denn es geht jetzt eben darum, hier in Bewegung zu bleiben. Offenbar kannst du hier bestimmte Schritte bereits einleiten, ohne diese Person. Also ich nehme an, dass vielleicht geht es ja auch um irgendetwas Größeres. Es gibt ja auf jeden Fall etwas, wofür du vielleicht die Zusammenarbeit mit dieser Person nicht benötigst. Und da sagt das Universum, da ist es jetzt wichtig, weiterzumachen, weil hier ja ein unerwarteter Gewinn ansteht. Das kann jetzt durchaus tatsächlich etwas Finanzielles betreffen, also eine finanzielle Angelegenheit betreffen. Es kann aber auch für dich persönlich etwas sehr Wertvolles sein. Ja, das hängt von deiner individuellen Situation ab. Jedenfalls sagt das Universum, da wo du handeln kannst, da solltest du jetzt auch Gas geben. Natürlich nichts überstürzen oder Hals über Kopf, aber weitermachen, denn ein unerwarteter Eingang wird hier angekündigt. Also deine Mühen sollen sich auch bezahlt machen, sollen sich auch lohnen. Etwas soll hereinkommen und dafür ist aber eine Art Bewegung notwendig, ja.
Schauen wir mal weiter, was wir hier noch erfahren dürfen. Wir schauen jetzt in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Ja, und da zeigt sich ein Gerechtigkeitsthema. Und das, was ich hier auch sehe, ist, dass sich hier viele Erinnerungen aus der Vergangenheit melden. Ja, also ein Klassiker. Du fühlst dich hier irgendwie auch in der Zeit zurückversetzt, so wie ich das sehe. Und diese Erfahrung jetzt gerade, ja, die rüttelt hier bestimmte Erinnerungen wach. Und da ist es wichtig, mein lieber Fisch, dass du hier ganz bewusst hinsiehst und erkennst, was geschieht konkret jetzt und was gehört in die Vergangenheit. Woran fühlst du dich nur erinnert, aber es vom Gefühl her, ja, aber es zeigt sich hier eigentlich nicht, ja. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig, damit du die Schmerzen der Vergangenheit hinter dir lassen kannst und hier klarer sehen kannst, was sich hier tatsächlich abspielt, ja. Also schauen wir aber mal weiter, was wir hier noch erfahren dürfen. Das möchte ich jetzt noch, dieses Gefühl möchte ich aber noch abgleichen. Liebes Universum, bitte noch eine Information. Okay, also es geht ja, ich bekomme hier zweimal das Thema Gerechtigkeit herein. Das Universum sagt, es ist auch in Ordnung. Da gibt es irgendein Ereignis, das kann jetzt natürlich auch das sein, was sich hier gerade aktuell zeigt, oder das ist eben etwas aus der Vergangenheit, was jetzt hier irgendwie hochgekommen ist. Also das ist beides möglich, das hängt von deiner Situation ab. Dementsprechend sortier das auch in deine aktuelle Situation ein. Das Universum sagt, es ist hier auch wichtig, dass du dir diesen Ärger, diese Enttäuschung, diese Wut auch zugestehst, ja, das auch mal zulässt. Natürlich nicht über einen längeren Zeitraum, aber hier ist irgendein Gefühl der Wut oder Enttäuschung weggedrückt worden, unterdrückt worden. Kann natürlich sein, dass das vielleicht damals keine Zeit war, oder wenn das jetzt ganz akut ist, dann geht es eben auch darum, das zuzulassen, diese Gefühle für sich einfach mal zuzulassen, denn dadurch soll sich hier etwas bewegen, und es geht hier auch um Gerechtigkeit, und das Universum kündigt hier auch Gerechtigkeit an in dieser Situation. Es ist aber anscheinend sehr wichtig, dass du für dich diese Gefühle auch zulässt. Wie gesagt, da kann man sich natürlich auch eine Deadline setzen, wenn du jetzt befürchtest, diese Wut könnte Überhand nehmen. Ja, das soll sie natürlich auch nicht, denn dann ist das eher kontraproduktiv. Aber du kannst diese Wut, diesen Ärger, diese Enttäuschung als Antrieb nutzen jetzt gerade, vor allem eben bei dieser Sache, die in Bewegung geraten möchte oder die hier bewegt werden möchte, wo hier eben auch irgendein unerwarteter Profit auf dich wartet, ja, auf dich zukommen soll. Und du kannst dir hier einfach ganz einfach eine Deadline setzen und sagen, ich ärgere mich jetzt 2 Tage und da lasse ich das alles zu und danach ist gut. Ja, das kann man durchaus so machen, das funktioniert. Wichtig ist es einfach, dass du es zulässt, dass das nicht in dir bleibt. Das heißt doch nicht, dass du mit jemandem diskutieren sollst oder musst. Ich meine, das ist deine Entscheidung. Wichtig ist, dass diese Gefühle nicht in dir bleiben, dass du sie rauslässt auf irgendeine Art und Weise. Ja, das ist wirklich wichtig, denn das kann sich natürlich, wenn das unterdrückt wird, kann sich das natürlich auf längere Sicht dann natürlich auch auf die Gesundheit auswirken, und das wollen wir natürlich nicht. Ja, also das ist aber in weiterer Folge. Ja, also das ist natürlich noch weit entfernt, aber das Universum möchte hier einfach auch prophylaktisch handeln. Und wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte.
Ja, und hier wird eine Veränderung angekündigt. Das kann ein bisschen chaotisch ablaufen. Deshalb habe ich auch das Gefühl, dass das Universum möchte, dass du jetzt bei allen Themen, bei allen Dingen, wo du weitermachen kannst, also wo du hier nicht warten musst auf jemand anderen oder was auch immer das hier mit einer anderen Person zu tun hat, wird wesentlich weniger chaotisch ablaufen, wenn du die Baustellen bedienst, die du gerade bedienen kannst. Ja, also eine Veränderung, die steht an und die ist gar nicht so weit entfernt. Also das ist schon sehr, sehr greifbar. Und ja, Chaos gibt's meistens bei Veränderungen. Also da würde ich jetzt auch, dem würde ich recht gelassen entgegensehen, denn alles können wir nicht vorhersagen oder berechnen. Diese Veränderung möchte angenommen werden und sie ist, das ist ja eine positive Veränderung, vor allem auch auf lange Sicht gesehen. Hat hier sehr viel mit Schicksal zu tun. Hier bewegt sich auch aktuell schon viel im Hintergrund, ja, auch wenn du gerade das Gefühl hast, dass du auf der Stelle trittst. Ja, das wird sich, so wie ich das sehe, sehr rasch ändern. Also würde ich hier wirklich jetzt nicht warten, bis von dieser Person hier etwas kommt, sondern wirklich hier weitermachen, was auch immer hier zu tun ist. Ich meine, ob du es machst oder nicht, das ist natürlich wie immer deine Entscheidung. Und wichtig ist auch, wenn sich diese Karte zeigt, dann möchte dich das Universum auch darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, ja, nicht zu stark zu grübeln. Ja, also, dass bestimmte Abläufe, die geschehen für dich eben nicht sichtbar und laufen auch zu deinen Gunsten ab. Und es ist auch immer wieder wichtig, zu vertrauen, dass sich die Dinge dementsprechend fügen. Auch wenn diese Veränderung hier ein bisschen chaotisch aussieht, in manchen Punkten, natürlich nicht in allen Punkten, ist es wichtig, das anzunehmen. Die Dinge sollen sich fügen und in ein Gleichgewicht kommen, mein lieber Fisch. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Krebs! Hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Gut, und wer ist das? Was dürfen wir da noch erfahren? Das ist erfreulich, mein lieber Krebs. Es geht hier um eine sehr dominante Person, negativ dominante Person, würde ich eher sagen. Also eine Person, die gern andere unterdrückt, vornehmlich auch vielleicht dich schon unterdrückt hat. Also ich gehe davon aus, dass das geschehen ist. Und hier zeigen sich jetzt positive Entwicklungen an, ja, mit dieser Person. Ob diese Person männlich oder weiblich ist, das kann ich hier nicht herauslesen. Das ist doch eher irrelevant. Ich nehme an, du weißt, um wen es hier geht. Das ist jemand, mit dem du vornehmlich, denke ich, nicht so gut zurechtkommst. Und kann auch durchaus sein, dass es hier um eine Konfliktsituation geht, die sich jetzt zu deinem Vorteil entwickelt. Denn hier geht es um positive Neuigkeiten. Kann auch sein, dass du hier vielleicht schon positive Neuigkeiten erhalten hast. Wenn nicht, dann ist es sehr gut möglich, dass das in den nächsten Stunden bzw. Tagen geschehen soll. Also wir bekommen hier schon ein bisschen Tendenz für den ein oder anderen herein.
Schauen wir mal weiter. Ja, das ist jetzt wieder ein Thema, das freut niemanden so sehr. Das Universum sagt, es ist wichtig, geduldig zu sein, mein lieber Krebs. Das ist Sternzeichen unabhängig so ein Thema, ja. Vor allem, wenn man hier schon länger geduldig war, das habe ich hier schon auch das Gefühl. Das Universum sagt, bitte keine Kurzschlussreaktionen, ja. Also versuche bei dir zu bleiben. Es kann durchaus sein, dass diese Person ja sehr gerne auf deine roten Knöpfe drückt, also vornehmlich in der Mehrzahl, so wie ich das hier sehe. Und es ist wichtig, ruhig zu bleiben. Hier bewegt sich nämlich etwas in dieser Situation. Und es ist auch durchaus möglich, ja. Also diese Möglichkeit sehe ich schon auch, dass man sich hier vielleicht auch irgendwo auf eine Art und Weise versöhnen könnte oder hier eine Art, ja, im übertragenen Sinne Waffenstillstand eingeleitet werden kann. Ja, je nachdem, wie man eben zu dieser Person steht. Dazu müsste ich deine Situation jetzt näher kennen, um da näher Auskunft geben zu können. Aber schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Ja, also das Universum sagt dir, es geht bergauf und du stehst dir hier irgendwo ein bisschen selbst im Weg. Auch das ist ein Klassiker, vollkommen Sternzeichen unabhängig. Also das kommt vor. Vor allem, ich habe hier das Gefühl, dass es hier vielleicht länger schwierig war. Und man dann irgendwann gewohnt ist, dass sich die Dinge eben schleppend bewegen. Und genau das zeigt sich jetzt hier in den Blockaden, mein lieber Krebs. Es ist wichtig, dass du von der inneren Haltung her, dass du dich öffnest oder dass du dich wirklich bereit machst, dass es bergauf geht. Also hier wird auch eine Art Wachstum angekündigt. Das hängt jetzt auch davon ab, worum es hier bei dir geht. Und deine innere Haltung ist wichtig. Es ist ganz besonders wichtig, dass du dir auch vorstellst, ja, wie würde es sich anfühlen, wenn es jetzt bergauf geht? Ganz konkret, so wie du aus deinen Augen hinausblickst, ja, im Hier und Jetzt, wie würde sich das anfühlen? Denn dadurch kannst du dir selbst auch dabei helfen, diese Blockade zu lösen. Denn es soll ja auch bergauf gehen und es geht, für manche geht es ja auch um ein Wachstum, das ist ja auch bestimmt, ja, und es liegt hier nur an einer, das ist hier nur, das liegt hier nur an einer kleinen Sache, habe ich so das Gefühl. Diese Blockade, die soll sich sehr, sehr leicht auflösen. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und es geht hier um einen Neuanfang. Das Universum sagt, es ist wichtig, dass du dich diesem Neuanfang zuwendest. Das kann durchaus auch ein neues Projekt sein, an dem du arbeitest oder auf das du hinarbeitest. Und die Zeit hierfür ist jetzt auch gekommen. Man muss es eben auch machen. Das ist immer der entscheidende Schritt zu beginnen. Natürlich weiß man noch nicht so recht, wie alles ablaufen wird. Ja, und das hemmt einen dann natürlich auch gerne überhaupt anzufangen. Und da möchte jetzt eben das Universum schon mal eingreifen und dich hier auf das aufmerksam machen, dass es wichtig ist, das zu starten, was auch immer, worum es auch immer bei diesem Neuanfang bei dir geht. Und auch das wird dafür sorgen, dass diese Blockade sich hier auflöst im Tun. Ja, also die löst sich automatisch auf, wenn du dich diesem Neuanfang zuwendest. Spannend. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier sehe ich ein Ende. Ja, das passt natürlich sehr gut zusammen. Also mit dem Anfang ein Ende, auf ein Ende folgt natürlich immer ein Anfang. Manchmal greift das auch ineinander. Also ich habe hier auch das Gefühl, dass hier etwas ineinander greift. Es kann auch sein, dass du hier dass mit dieser Person etwas abgeschlossen werden soll, etwas fertig gestellt werden soll. Also es kann hier auch darum gehen, dass das hier vielleicht eine Verbindung ist also die du beenden möchtest, egal ob es hier um eine Freundschaft geht oder ein Arbeitsverhältnis, irgendein Thema innerhalb der Familie. Es kann auch um das Thema Partnerschaft und Liebe gehen, etc. etc. Das ist
Das kann alles Mögliche sein, um hier ein paar Beispiele zu nennen. Ich nehme an, du weißt, wer diese Person ist. Und hier können wir sehen, dass hier etwas abgeschlossen wird. Kann auch sein, dass es hier um ein Streitthema geht, das beigelegt wird, dass man hier, ja, dass man hier auf einen grünen Zweig kommt und sich hier irgendwo einigt und das dann abgehakt wird. Auch das ist möglich. Ich sehe hier einfach, dass hier endlich ein Ende einkehrt, auf das du schon sehr lange wartest. Ja, also irgendetwas abgeschlossen wird, eine Last soll sich hier lösen. Und parallel dazu sehe ich in der Tendenz, dass du dich hier weiterentwickelst. Es geht hier auch um eine Art Lernen. Ich meine, das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess. Ja, das ist so. Und ich glaube, dass es hier eben konkret um diesen Neuanfang geht, den das Universum hier eben schon angedeutet hat, wo es jetzt wichtig ist, hier auch zu starten. Ja. Auch wichtig, hier nicht Hals über Kopf hineinstürzen, sondern natürlich mit einer gewissen Struktur herangehen, aber machen, 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 das ist wichtig, denn das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es geht hier um Wachstum, es geht hier darum, dass es bergauf gehen soll und offenbar ist es noch wichtig, dass hier diese Sache abgeschlossen werden soll. Da dürfte sich offenbar, weil das Universum hier auch dazu aufruft, hier nicht Hals über Kopf zu handeln, da dürfte sich irgendetwas ergeben, ja, was dazu führt, dass hier etwas abgeschlossen werden kann. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Skorpion, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, mein lieber Skorpion, ich sehe hier, gibt es mehrere Themen, die dich aktuell belasten. Da möchte ich jetzt aber noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Okay, das sind hier vornehmlich viele kleine Themen, die sich hier als Belastung zeigen. Es geht hier auch darum, ja, dass es wichtig ist, hier auf die Details zu achten. Ja, und ich sehe das hier mehr so, dass sich hier alles ja aufgebaut hat und jetzt einfach als Belastung wirkt. Also zu viel auf einmal. Das kann man hier sehen. Schauen wir mal weiter, was hier deine Aufgabe ist. Ja, mein liebes Universum, da brauchen wir aber schon noch eine Information, denn okay. Denn es geht hier darum, dass du eine wichtige Erkenntnis erlangen sollst, mein lieber Skorpion. Und ich wollte jetzt auch wissen, ja, aber wie denn? Denn ich denke, das ist dir selbst klar, dass du hier eine Erkenntnis haben möchtest. Und das Universum erklärt uns hier auch, wie du das machen kannst. Und es ist hier sehr, sehr wichtig, auch mal abzuschalten. Es kann auch sein, dass du hier vielleicht aktuell enorm viel zu tun hast, ja. Trotzdem ist es
wichtig, dass du in deinem Alltag Platz machst für Dinge, für Aktivitäten, bei denen du dich lebendig fühlst, ja, wo du dich leicht fühlst, frei fühlst, wo du aufblühst, ja, Dinge, die dir gut tun. Und das können auch die ganz kleinen oder vermeintlich kleinen Dinge sein, wie, dass man sich ein paar Minuten gönnt, um eine Tasse Kaffee oder Tee zu genießen, oder einen Spaziergang macht oder ja, irgendetwas anderes. Also es ist ja, jeder hat ja andere Vorlieben. Es ist wichtig, das zu tun. Wichtig zu aktiv zu leben. Und das führt eben auch dazu, dass du hier dann abschalten kannst. Und offenbar kann es sehr gut sein, dass du während einer dieser Aktivitäten hier einen Geistesblitz bekommst, beziehungsweise danach, was dir dabei hilft, das alles hier aufzulösen und beziehungsweise Schritt für Schritt aufzulösen, dass diese Überlastung hier verschwindet. Ja, das ist hier wichtig. Und wir schauen jetzt mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Und hier wirft das Universum folgende Information aus. Es gibt hier offenbar Unterstützung von außen. Das kann sein, dass es hier um eine ganz konkrete Person geht, ja, also es ist egal, ob du diese Person bereits kennst oder nicht. Es geht hier, wie gesagt, um einen Einfluss von außen, der positiv ist, der hier aktuell blockiert ist. Es kann aber auch sein, dass du hier irgendetwas liest oder irgendetwas wahrnimmst, beispielsweise eben, wenn du das hier umsetzt, also ob du es umsetzt oder nicht, ist natürlich deine Entscheidung. Da, wo es darum geht, aktiv zu leben, dass du hier auf irgendeine Information stößt, vielleicht etwas liest, das sich hier sehr positiv auswirkt, ja, wie eine Art Booster, ja, dass sich hier etwas schneller entwickelt, beziehungsweise dass du hier wieder schneller in deinen Fluss kommst, ja. Das ist hier aktuell noch blockiert. Es kann auch sein, ja, dass du dich hier vielleicht aktuell ein bisschen zurückziehst, weil dir diese Überlastung einfach vielleicht auch zu viel ist und du hier mehr die Ruhe suchst. Dann kann das hier auch darum gehen, dass es wichtig ist, wieder ein bisschen mehr rauszugehen, offen zu sein für Input von anderen Personen. Ja, das heißt natürlich nicht, dass man hier alles dann so annehmen soll, wie es auf einen zukommt. Aber es geht hier um eine wichtige Erkenntnis, die du offenbar brauchst, was natürlich verständlich ist, um hier diese Ist-Situation aufzulösen. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und das Universum sagt hier auch, deine Mühen sollen sich lohnen, ja, irgendetwas soll sich bezahlt machen. Du bist hier irgendwo kurz vor einem Durchbruch. Deshalb ist es wichtig, weiterzumachen. Das kann hier auch durchaus diese Erkenntnis sein, die sich hier zeigt. Es kann aber auch, wenn es hier vielleicht um etwas Berufliches oder Finanzielles geht oder Materielles geht, kann es ja auch tatsächlich darum gehen, dass hier ein Geldeingang ansteht. Ja, also das ist absolut auch möglich. Na, ich habe das Gefühl, es geht hier für einige eben um diese Erkenntnis, wo du von, ja, die gar nicht mehr so weit entfernt ist. Es ist einfach wichtig, auch wenn es paradox für dich klingen mag, hier wirklich aktiv jetzt auch zu leben, was nicht heißt, alles hinzuschmeißen, aber eben bestimmte Aktivitäten ganz bewusst in den Alltag einzubauen und das wirklich täglich auch zu pflegen. Das soll hier eben dazu führen, dass du hier irgendetwas Wichtiges erkennst. Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen soll. Und hier soll sich eine Art Illusion auflösen, ja. Es geht hier um eine Angelegenheit, die vornehmlich einseitig ist, die dir jetzt noch nicht bewusst ist, ja, dass das einseitig ist. Das
Das scheint hier auch sehr wichtig zu sein. Vielleicht, ich nehme an, das wird hier auch mit der Ausgangssituation zusammenhängen. Das kann hier zum einen sein, dass du erkennst, dass du bei einer bestimmten Sache nicht mehr mitmachen möchtest, also du kein Interesse hast, also das von der anderen Seite aus einseitig ist. Kann aber auch andersherum sein, dass du hier erkennst, dass du hier Feuer und Flamme für etwas bist, aber eben andere Personen oder eine Person, die hier mit involviert ist, eben nicht. Und das ist hier eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die auf dich zukommen soll und eben auch dazu führt, dass du hier dann eine gewisse Belastung auflösen kannst, weil hier eine Wahrheit ansteht, die sehr, sehr heilsam ist. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Widder, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Widder. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, mein lieber Witter, es geht hier um eine positive Entwicklung oder wirklich Überraschung, die sich hier im gegenwärtigen Zustand, Zeitraum anzeigt. Also wenn hier noch nichts Unerwartetes eingetroffen ist und du mit dieser Legung in Resonanz gehst, dann kann das sehr gut in den nächsten Stunden passieren, beziehungsweise in den nächsten wenigen Tagen. Ja, also es geht hier um eine unerwartete positive Entwicklung oder eben wirklich eine Überraschung. Schauen wir mal weiter, was hier deine Aufgabe ist in der aktuellen Situation. Und hier zeigt sich ein Neuanfang mit Wachstumspotenzial. Also kann es ja gut sein, dass du hier vielleicht schon irgendetwas Neues begonnen hast. Es kann auch sein, dass du etwas Neues beginnen möchtest. Ja, egal, ob du schon begonnen hast oder nicht. Ja, das Universum sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Also jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, sich diesem Neubeginn zu widmen. Ja, also entweder starten oder weitermachen, sich darauf fokussieren, diesem Neubeginn eine höhere Priorität einräumen. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Ich nehme an, du weißt, worum es hier geht. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das kann etwas Berufliches sein. Das kann etwas Privates sein. Es kann auch eine zwischenmenschliche Angelegenheit sein. Ich nehme an, du weißt es. Das liegt hier schon sehr, sehr klar. Und es geht eben auch um Wachstum. Und je mehr eben dieses Pflänzchen gehegt und gepflegt wird, desto eher kann es eben auch erblühen und wachsen. Aber schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Und da kann man erkennen, dass du dich hier aktuell sehr stark selbst unter Druck setzt. Kann natürlich auch sein, dass hier aktuell generell sehr, sehr viel zu tun ist. Aber ich nehme das schon mehr so wahr, dass du hier sehr streng mit dir bist und dass du hier dass dir hier vielleicht auch manche Dinge nicht schnell genug gehen. Also ich meine, das ist auch ein ganz klassisches Thema, Sternzeichen unabhängig. Aber oft machen wir uns selber einen extremen Druck, der gar nicht nötig wäre, was dann dazu führt, dass die Dinge irgendwo stagnieren und dass man irgendwo nicht vom Fleck kommt, weil man dann eben verkrampft. Und darauf möchte dich das Universum auch aufmerksam machen, ja, dass du hier ein bisschen den Druck rausnimmst. Das, was du hier vorhast, ja, das sieht absolut danach aus, dass das
dass das von Erfolg gekrönt sein soll. Du bist ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, und es ist wichtig, hier ein bisschen locker zu lassen. Das sagt sich natürlich wie immer leichter, als es dann auch umgesetzt ist, aber genau diese Blockade ist hier gerade, also diese Blockade ist bereit, aufgelöst zu werden. Dann schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und hier können wir sehen, dass du in einer Übergangsphase bist, ja. Hier greift ein Ende in einen Anfang. Das passiert meistens so, also selten ist hier ein Ende, zack, und dann kommt der Anfang. Oft geht das ineinander über, verschwimmt ein bisschen ineinander und genau in so einer Phase befindest du dich aktuell. Was natürlich auch immer ein Hinweis darauf ist, dass hier vielleicht noch die ein oder andere offene Rechnung im übertragenen Sinne gegeben ist, also die hier noch beglichen werden möchte. Also kann natürlich auch tatsächlich sein, dass hier noch die ein oder andere Rechnung wartet, aber das mehr im übertragenen Sinne zu sehen, dass hier vielleicht noch die ein oder andere Angelegenheit abgeschlossen werden möchte, damit dieser Abschnitt, der sich dem Ende zuneigt, auch abgeschlossen werden kann, was dann auch automatisch bedeutet, dass dieser Neubeginn mehr Raum bekommt. Und es kann eben durchaus sein, dass du hier versuchst, alles gleichzeitig zu machen und deshalb diese Drucksituation entsteht. Da kann es dann hilfreich sein, sich eine Struktur zu erstellen, wenn du jetzt sagst, ich kann jetzt aber nicht nur bei der einen Sache weitermachen, es muss schon irgendwo parallel laufen. Trotzdem ist es dann wichtig, hier irgendeine Struktur zu erstellen, damit du immer fokussiert bei einer Sache bist, damit hier auch wirklich etwas weitergeht. Und das kann man natürlich auch, alternierend gestalten. Aber wichtig ist, dass du hier für dich eine Struktur hineinbringst. Schauen wir mal weiter in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier geht es um eine Entscheidung, die auf dich zukommt. Ich nehme an, du weißt vermutlich schon von dieser Entscheidung, wird vermutlich auch mit diesem neuen Lebensabschnitt zu tun haben oder vielleicht auch mit einem neuen Projekt, ganz einfach mit dieser neuen Aufgabe. Irgendeine Entscheidung kommt hier auf dich zu und so wie ich das sehe, kannst du diese Entscheidung dann auch ganz klar treffen, ja? Also das ist eine wichtige Entscheidung und deshalb ist es anscheinend auch so wichtig, dass du hier diesen Druck auch abbaust oder diesen Stress abbaust. Deshalb hat das Universum auch diese Information ausgeworfen bezüglich, ja, das eventuell alternierend strukturieren, aber eben schauen, dass dieser zu Ende gehende Abschnitt auch abgeschlossen wird. Ja, also das scheint hier sehr, sehr wichtig zu sein. Und wenn du hier diesen Stress oder diesen Druck aufgelöst hast, dann wirst du hier, was diese Entscheidung betrifft, ganz klar sehen können, was für dich richtig ist. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Löwe! Hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Löwen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, da bekommen wir sehr, sehr viel. Da möchte ich auch noch gleich vorab eine
Information. Ja, mein lieber Löwe, es sieht ganz danach aus, dass du jetzt an der Reihe bist. Du hast hier irgendetwas vor. Das kann ja ein Lebenstraum sein, eine Wunscherfüllung, wo das Universum sagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um hier in die Umsetzung zu gehen. Das kann sein, dass du dich hier, ja, dass du hier vielleicht deine Berufung ausleben möchtest, dass du eine Reise planst, dass du irgendetwas, oder kann natürlich auch sein, dass es um etwas Finanzielles, Berufliches, Materielles geht, vielleicht auch etwas Zwischenmenschliches. Ich nehme an, du weißt, was das ist. Die Zeit dafür ist jetzt sehr günstig, die Zeit dafür ist jetzt gekommen. Ob du es machst oder nicht, ja, das ist natürlich wie immer deine Entscheidung. Kartenlegungen nehmen dir natürlich keine Entscheidung ab. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch für dich in Erfahrung bringen können. Das Universum sagt hier, dass hier eine negative Fremdenergie dein Feld verlässt, also eine Art Fluch, der sich auflöst oder aufgelöst hat. Das kann auch sehr plötzlich geschehen sein oder steht vielleicht kurz bevor. Das kann sich auch sehr, das kann sich auch so anfühlen, dass du dich plötzlich erleichtert fühlst. Ja, also das ist absolut möglich, wird sich bei jedem aber natürlich ein bisschen anders äußern. Und dadurch, dass hier jetzt irgendein Einfluss von außen schwindet, ja, also irgendeine Form von Belastung, das kann auch real sein, dass hier dass du dich hier ja vielleicht von einem Menschen verabschiedet hast, in dem Sinne, dass sich die Wege sozusagen trennen, egal ob es hier um Freundschaften geht oder um die Liebe oder um Familienmitglieder, Leute aus dem Bekanntenkreis oder dem beruflichen Umfeld. Es ist wichtig, diesen Zeitraum jetzt zu nützen. Da kannst du einiges für dich zum Positiven verändern. Schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten. Ja, das möchte ich jetzt auch noch abklären, was das Universum mir hier vermitteln möchte, beziehungsweise dir hier durchgeben möchte. Und es geht hier um das Gefühl, ja, sich beobachtet fühlen. Irgendwo die Sorge vor negativen Blicken. Ich meine, vielleicht auch die Sorge vor Ablehnung, vielleicht auch vor Tratsch, vor Intrigen. Das ist natürlich, ja, eine ganz klassische Sorge, die sich gerne zeigt, vor allem wenn wir etwas realisieren möchten, das uns persönlich sehr am Herzen liegt. Und das Universum sagt, dass es wichtig ist, hier das, also die Ist-Situation sachlich zu betrachten und sachlich zu bewerten. Zahlen, Daten, Fakten. Was ist Realität? Also wie ist es jetzt? Und welcher Teil wird eher befürchtet? Also ist aber so gesehen nicht real. Und das soll dir dabei helfen, diese Blockade hier aufzulösen. Ja, es kann natürlich sein, ja, dass sich hier nicht jeder mit dir freut, wenn du hier einen Lebenstraum umsetzt, weil das natürlich auch sehr oft mit Mut verbunden ist, den viele Menschen einfach nicht aufbringen. Da ist es dann auch wichtig, das nicht persönlich zu nehmen. Ja, die Menschen, die hinter dir stehen, werden sich immer mit dir freuen, wenn du etwas machst, das dir gut tut, ja, oder das deiner Bestimmung entspricht, ja. Und deshalb ist es hier sehr, sehr wichtig, sich den Ist-Zustand kritisch anzusehen. Wenn du hier das Gefühl hast, beobachtet zu werden oder dass du vielleicht auch online beobachtet zu werden, das bietet sich als Beispiel sehr gut an, kann man natürlich auch Maßnahmen setzen und die ein oder andere Person auf diversen Portalen einfach blockieren, ja, also das ist natürlich auch etwas, das du in Betracht ziehen könntest, wenn du hier das Gefühl hast, dass hier jemand etwas Negatives vorhat, also das zeigt sich hier einfach. Insgesamt ist es einfach wichtig, die Situation
Situation so zu erkennen, wie sie ist. Und das wird dir hier schon weiterhelfen, wie du hier weiter vorgehst. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und das, was ich hier sehe, ist, dass du nicht so recht weißt oder dass es hier noch bestimmte Unklarheiten gibt bezüglich der Umsetzung dieses Traumes. Was ganz normal ist, mein lieber Löwe, wenn du hier etwas Neues ausprobierst, dann ist das ja auch ein Lernprozess, dann ist das natürlich auch ganz normal, dass man noch nicht alles vorab weiß, ja. Und da ist es wichtig, sich auch darauf einzulassen. Das sagt das Universum hier. Und ich sehe eben auch, dass dir das so enorm wichtig ist, dass du hier auch verkrampfst, ja, und dass du hier ein bisschen mehr in eine lockere Stimmung kommen sollst. Ja, diese Sache ist wichtig für dich, die ist ja auch bestimmt, so wie ich das sehe. Und es ist wichtig, hier im eigenen Tempo vorwärts zu gehen. Ja, hier auch einfach anzunehmen, dass du jetzt noch nicht alles weißt. Bestimmte Erkenntnisse liegen einfach auf diesem Weg. Und da würde ich sagen, schauen wir jetzt doch gleich in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und die Tendenz ist wirklich sehr, sehr aufregend. Also es sind ja auch drei Karten herausgekommen, was eher ungewöhnlich ist, aber ich habe gesehen, die gehören auch zusammen. Hier wird angekündigt, also es ist, ich denke, du planst diese Umsetzung auch schon, dieses Traumes, den du hier hast. Und es sollen hier recht bald Nägel mit Köpfen gemacht werden. Also darauf bewegst du dich auch zu. Ich denke, es geht ja auch darum, über diese Schwelle zu schreiten oder diese Hemmschwelle zu schreiten, wo diese Unklarheiten bestehen, wo du nicht so recht weißt, wie man das angehen soll. Ja, bestimmte Dinge klären sich auf dem Weg. Und was ich hier auch sehe, ist, mit dieser Realisierung dieses Traumes wird hier ein Prozess gestartet, ja, ein Weiterentwicklungsprozess, der sehr, sehr wichtig für dich ist, sehr, sehr schicksalhaft für dich ist. Und es zeigen sich hier auch gleich bestimmte Möglichkeiten. Also du hast hier dann, so wie ich das sehe, auch die Qual der Wahl. Es gibt offenbar ein übergeordnetes Ziel, das du hier verfolgst, und das Universum sagt hier auch gleich für dich als Hinweis: Versteife dich nicht zu sehr auf eine Möglichkeit oder einen Lösungsweg. Halte die Augen immer offen für Alternativen, ja, also es gibt, also viele Wege führen an dein Ziel. Es muss nicht zwingend ein bestimmter Weg sein, ja. Es ist wichtig, dass du hier flexibel bleibst. Also dieses Ziel sollst du auf jeden Fall erreichen. Und auch wenn du manchmal vielleicht glaubst, dass du so weit entfernt davon bist, dann kann das hier eine Illusion sein und sich hier dann eben sehr rasch wieder etwas verändern. Deshalb ist es wichtig, hier flexibel zu bleiben, mein lieber Löwe. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Schütze, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Thank you.
Also mein lieber Schütze, da kann ich erkennen, dass du in einer verfahrenen Situation einen Erfolg verbuchen sollst, wirst, vielleicht auch gerade dabei bist. Es zeigt sich hier ein Ausweg. Ja, vielleicht geht es ja auch um ein bestimmtes Ziel, auf das du schon lange hinarbeitest und wo du vielleicht kürzlich ja den Eindruck hattest, ja, das schaffe ich nie, und plötzlich zeigt sich hier ein Lösungsweg, ein Ausweg. Ja, eine Lösung an, die hier mit Erfolg zusammenhängt. Ja, also das ist schon mal sehr, sehr positiv. Wenn sich diesbezüglich noch nichts gezeigt hat, du aber generell mit dieser Legung in Resonanz gehst, dann kann das sehr gut sein, dass das in den nächsten Stunden oder Tagen eintrifft. Ja, schauen wir mal weiter, was hier deine Aufgabe ist. Ich habe das Gefühl, für einige geht es hier tatsächlich um die Bestimmung oder um etwas, das sich um das Thema Lebenssinn dreht. Ein Thema, das hier sehr wichtig ist, das für dich persönlich einen enorm hohen Stellenwert hat. Und das Universum sagt hier auch, es ist wichtig, sich dem zuzuwenden, dem wirklich Raum zu geben. Denn dadurch bringst du hier etwas in Bewegung, was dazu führt, dass hier eine Erleichterung überhaupt nicht mehr verhindert werden kann, sozusagen. Es ist einfach, es geht hier ganz stark um deinen Fokus, denn ich sehe hier auch, dass du etwas hinter dir lässt, ja, was nicht mehr in dein Leben gehört oder was jetzt nicht mehr in oder was nicht mehr zu deiner Zukunft passt, ja, irgendetwas will hier losgelassen werden, und durch den Fokus auf diese Angelegenheit, die sich hier als so wichtig anzeigt, ja, wird dir das dadurch um ein Vielfaches leichter fallen. Schauen wir mal weiter in die Blockaden, Hürden, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit. Ja, und da kann man sehen, die Lage ist angespannt. Also vermute ich, dass hier einige noch auf diesen Ausweg warten oder dass dieser Ausweg schon da ist, aber noch nicht wirklich erkannt wird, ja, also dass es hier auch wichtig ist, in die eigene Mitte zurückzufinden, was sich natürlich auch immer leichter sagt, als es getan ist. Hier wäre es eventuell schon hilfreich, also nur um ein Beispiel für dich zu nennen, sich vielleicht die Zeit zu nehmen, regelmäßig zu meditieren. Es gibt, wie gesagt, auch sehr, sehr kurze Meditationen, die nur ein paar Minuten dauern, und das kann schon sehr viel ausmachen, ja, dass du hier in eine Ruhe kommst und dass sich hier eine Spannung auflöst. Denn ich habe das Gefühl, dass du innerlich angespannt bist, ja. Das Thema Druck auf sich selbst ausüben hat sich auch in letzter Zeit bei mehreren Legungen gezeigt, also nicht nur hier bei den Schützen, sondern auch bei anderen Sternzeichen, also vermute ich, dass das hier eine kollektive Energie ist, und wo es eben auch darum, sehr stark darum geht, sich bewusst zu machen, wo setze ich mich selbst unter Druck. Und da geht es nicht darum, dass man sich auch mal selbst in den Hintern tritt, um etwas weiterzubringen, sondern es geht hier um einen Druck, der so stark ist, dass man hier in eine Stagnation gerät. Und genau das soll hier aufgelöst werden. Und das sorgt hier aktuell auch dafür, dass die Lage hier ein bisschen stagniert oder sich sehr schleppend entwickelt. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und es geht hier um eine Veränderung, die hier offenbar schon im Rollen ist oder sich anbahnt. Und wo das Universum hier auch ganz klar sagt, es ist wichtig, mein lieber Schütze, diese Veränderung voll und ganz anzunehmen, ja, sich dem auch irgendwo hinzugeben, dass
das geschehen zu lassen. Ja, das ist hier sehr wichtig. Veränderung steht hier an. Das kann natürlich ab und an ein bisschen turbulent sein. Ja, vielleicht auch eben chaotisch, wie Veränderungen nun mal sind. Ja, da kann es oft passieren, dass sich Herausforderungen zeigen, mit denen man eben nicht gerechnet hat. Wichtig ist, dem Ganzen möglichst gelassen, ja, zu begegnen. Das ist hier eine wichtige Veränderung. Wie gesagt, ich vermute, es hat hier auch mit diesem Ausweg zu tun, dass dadurch diese Veränderung vielleicht auch angeworfen wird. Und es ist wichtig, die anzunehmen. Das soll auch dazu beitragen, dass sich hier diese Blockade löst, wo es um diesen Druck geht, den man hier, oder diese Anspannung geht, die wir hier auch besprochen haben. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier wird Unterstützung angekündigt, mein lieber Schütze. Ja, es soll hier zum richtigen Zeitpunkt eine Person an deine Seite kommen, oder du meldest dich bei einer, oder du trittst in Kontakt mit einer bestimmten Person, die hier sehr wichtig ist. Kann jemand sein, den du bereits kennst, muss aber nicht sein. Es kann auch eine Person sein, die du zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht kennst. Wichtig ist, diese Person hat bestimmte Erfahrungen bereits gemacht, also ist die hier in bestimmten Punkten um ein paar Erfahrungen schon ein paar Schritte voraus und kann hier eben eventuell Wissen teilen. Es kann vielleicht auch darum gehen, dass es hier generell um Lebenserfahrung geht. Das ja, hängt jetzt auch von deiner Situation ab und von dem Thema, um das es geht. Aber Unterstützung kommt hier zu dir, und es ist auch eine Unterstützung, die sich als sehr hilfreich anzeigt. Ob du Unterstützung annimmst oder nicht, ist natürlich deine Entscheidung, ja. Und es ist natürlich auch immer wichtig, nicht alles, also nicht zu allem Ja zu sagen, sondern ja, aufgrund dieser Erkenntnisse, die du dadurch gewinnen wirst, kannst du dir natürlich auch besser ein Bild machen, was deine persönliche Situation betrifft. Denn ja, diese Person, die sich hier zeigt, die hat natürlich ihre eigenen Erfahrungswerte, aber die müssen nicht eins zu eins übereinstimmen mit dem, was du eben hier vorhast. Aber Unterstützung kommt auf jeden Fall auch im Zuge dieser Veränderung, mein lieber Schütze. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.